So, und damit haben wir jetzt unseren Greenwash-Anteil. Genau, sehr gut. Das ist ein Bild. Patrick, hast du das Ja. nicht auch? Du wohnst ja da quasi im Weinanbaugebiet. Ja, Hast du es es nicht auch könnte so, bei uns sein. wenn du mit deinem Frau und Kindern irgendwas vorhast und so weiter, zum Beispiel Pizza essen, dann kauf dir doch die Pizza und fahrt auf den Berg, um Auf dann im jeden Fall. Kofferraum diese Pizza zu vertilgen. Das ist doch so, oder? Alter, ich krieg die Motten, ey. Wen wollen die eigentlich verarschen, ne? Also das hier ist ein Bit vom deutschen Kraftfahrzeuggewerbe. Ist ja okay auch, dass die ihre Interessen durchsetzen und so weiter und versuchen da Werbung zu machen und so. Aber wie beknackt muss man sein, dass man das erfindet? Da sind jetzt also zu sehen zwei Frauen, beide essen Pizza aus so einer Schachtel. Die eine sitzt extra auf so einer Decke hinten im Auto von so einem, ja, SUV so oder einem kleineren SUV. Ich Die andere wundere ehrlich gesagt, dass man in dem SUV-Kofferraum überhaupt sitzen kann, weil diese Kofferräume ja meistens so klein sind, trotz dass das Auto so riesengroß ist. Aber Ich hätte gut. gern ein bisschen mehr Sonneneinstrahlung gehabt, weil dann könnte Ja. man sehen, ob die tatsächlich echt einen Schattenwurf haben, Ich weil glaube sieht nicht. beinahe so aus, als wäre die da rein montiert und so. Es ist einfach nur gruselig. Ne? Man Es hat ist sich da wirklich einfach so, gruselig. man hat irgendwie so zu tun und dann steht der Slogan, heißt gut, dass es Autos gibt. Und die Autos fahren nicht, transportieren nicht, die liefern nicht das Wasser an die Oma auf dem Berg, was ja immer so das einzige Bild ist, was für Autos immer noch gilt. Nein, nein, das ist dafür da, damit du eine Pizza in Weinbergen essen kannst. Gut, dass es dafür ein Auto gibt. Das ist das, was da steht. Und wie am Ende musst du denn sein mit deinen Argumenten, dass du sowas erfinden musst? Das ist Vor allen einfach nur Dingen, die fertig. sind ja so geparkt, dass sie noch nicht mal während dem Pizzafressen die Aussicht genießen. Genau, die gucken sich quasi Aber an auf die und Straße. jetzt ist einfach nur geil, ja. Schön. Das ist cool. Gut, dass Genau, es so. Autos gibt. Und So. damit sind wir auch tatsächlich durch. Jetzt war es natürlich ein ziemlicher Galopp jetzt am Ende, aber dafür haben wir es jetzt noch geschafft, bevor es 12 wird. Das ist korrekt. Ja. Und ich bin dir wie immer sehr, sehr dankbar für diesen Ritt. Es ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Und ich nehme mal an, der Chat wird uns aus der Hassen! Hassen Sie! Die schalten nie wieder ein, Sonntagsnationalist so. sagt super, hab schlechte Laune und Ja, so. gerne. Aber es gehen auch ein paar Daumen hoch. Also, wie gesagt, Jens, ich bin mehr als beeindruckt, wie immer. Was du da an Zusammenhänge und so weiter, an Quellen etc. pp. Da rausgehauen hast. Und ja, es tut weh, aber das soll es ja auch. Von daher ein herzliches Dankeschön an dich. Ja, von Herzen her, danke dir auch für die Vorbereitung und für, wie immer, so das schöne Gespräch. Beim nächsten Mal wird es ja mehr um Lösungen gehen. Ja. Da ist dann also der positive Teil, da hangeln wir uns an der Struktur entlang. Und dann haben wir nämlich auch die Grundbasis, um dann zukünftig diese Show wirklich alle 2 Wochen zu machen, mit mehr Lösungen, mehr Gästen und so weiter. Und dann eben auch mehr Selbstwirksamkeit und was man tun kann. Jetzt wissen wir, das Problem ist da und dann anschließend machen wir die Werkzeuge und erarbeiten mit euch auch die Werkzeuge, um das Ganze durchzuziehen. Ganz genau, weil das ist ja jetzt erstmal das Fundament, was wir gebaut haben, und dann lässt sich darauf hoffentlich ein bisschen was aufbauen. Wir sehen uns nicht nächste Woche, wir sehen uns auch nicht übernächste Woche, weil da ich leider terminlich unterwegs bin, sondern der nächste Sendetermin ist dann tatsächlich also hoffentlich, dass da auch nichts dazwischen kommt, aber geplant am 15. November wieder um 20:45 Uhr. Wir wollen sozusagen auf dem Dienstag bleiben. Wir haben es jetzt aufgegeben mit diesen Sendeplatzüberschneidungen, weil heute war ja irgendwie jung naiv dann doch da, weil wir gedacht haben, wir gehen von dem Montag, weil Maurice und so weiter auf den Dienstag. Jetzt hat heute junge naiv. Mir ist es jetzt egal. Wir bleiben jetzt auf diesem Dienstag fertig aus. Und wir sehen uns, glaube ich, auch schon am Donnerstag auch wieder, weil da gibt es ja ein neues Format Yeah. auf Critical Infinity, nämlich Critical Gaming. Das ist Killer. Und das ist dann ein neuer Prototyp, den wir ausprobieren. Und dann sehen wir uns quasi am Donnerstag, ich glaube um 20 Uhr. So, Sehr schön. deshalb danke an euch, danke an den Chat, dass ihr so lange dabei wart und durchgehalten habt. Und ja, in dem Sinne, macht's gut, schlaft gut, trotz all dem. Und verbreitet es gerne weiter, unterstützt uns und ja,
Auf bald, ihr Lieben. Und kommt bei uns in Discord. Community, ja. Die Critical Community. Da ist auch Jens mittlerweile am Start, beantwortet auch gerne nochmal ein paar Nachfragen und so weiter. Kommt vorbei, vernetzt euch und ja, gemeinsam ertragen wir das wenigstens so ein bisschen. Sehr ordentlich. Gut, ihr Lieben, mach's gut. Bis bald. Wir hauen raus. Ciao, ciao. Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen. Und dann noch einmal anzufügen. Die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden.